Herzlich willkommen zu Wirtschaft verstehen, einfach und klar erklärt. Heute habe ich wieder einen Interviewgast bei mir, und zwar den Markus Medele. Hallo Markus. Hallo Steffen. Ja, freut mich, dass du dabei bist. Ich stelle dich ganz kurz vor. Der Markus ist 30 Jahre alt und ist selbstständig. Er hat ein Unternehmen, und zwar geht es um Elektro- und Gebäudetechnik. Er hat etliche Mitarbeiter beschäftigt. Wie viele sind es nochmal? 13 mit Pro. 13 Mitarbeiter, ja, und er bildet auch aus sogar, ne? Ja, und ist im Münchner Raum ansässig. Das ist richtig. Genau, und das Besondere ist jetzt, ich bin über die Facebook-Gruppe Reicher als die Geissens vom Immobilienpapst, sage ich jetzt mal, Alex Düsseldorf-Fischer, auf ihn aufmerksam geworden. Da haben wir uns kennengelernt. Und er hat auch einen Immobilienstammtisch gegründet im Münchner Raum, genauso wie ich den Immobilienstammtisch ins Leben gerufen habe hier im Mannheim-Heidelberger Raum. Und da haben wir schon mal eine Parallele gefunden. Und dann ist jetzt echt der Wahnsinn. Ja, also das habe ich irgendwie noch nie erlebt, sowas. Ja, der Markus hat im Oktober 2005 den Torben Kesloff, den bekannten jungen Immobilienmillionär, im Fernsehen gesehen. Dann hat er 2015, ja. Ja, 2015. Ja, okay, genau. Und dann ein Jahr später, im Folgejahr, hat er dann das Buch von ihm gelesen und hat es auch geschafft, es durchzulesen, und ist dann dadurch so inspiriert gewesen, dass er gesagt hat: Mensch, ich muss jetzt selbst was tun, und hat direkt investiert in Immobilien. Und zwar nicht so knapp. Er hat dann nämlich direkt ja, losgelegt mit Mehrfamilienhäusern. Und ja, erzähl doch am besten selbst mal kurz, was du da alles gemacht hast. Das hat mich echt aus den Socken gehauen, weil das sind so viele Mehrfamilienhäuser direkt. Ja, das ist der Wahnsinn. Erzähl am besten selbst ein bisschen. Ja, genau, Steffen, wie du schon Ja. gesagt hast. Im März 2016 habe ich eben das Buch vom Torben Keselow gelesen. Ja, und da ist einfach drin gestanden, einfach machen. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Bin dann von München aber weggegangen und bin nach Nordrhein-Westfalen hoch, habe mich dann mit dem Markt beschäftigt und ja, vom Erhalt des Buches bis zum ersten Notartermin sind dann genau 7 Wochen vergangen. Habe dann da meine ersten 2 Mehrfamilienhäuser mit 16 Einheiten gekauft. Danach bin ich auf Alex Fischer aufmerksam worden, danach bin ich auf Thomas Knedler aufmerksam worden, Ja. habe dann noch ein 7-Familienhaus in Gelsenkirchen gekauft. Und jetzt zum Jahresende nur ein 11-Familienhaus in Esna. Genau, so ist das dann alles etwas zügig vorangeschritten. Also nochmal, ich fasse nochmal zusammen, ja. Zwei Mehrfamilienhäuser mit 16 Wohneinheiten und 9 Garagen. Genau. Ja, dann nochmal ein Mehrfamilienhaus mit 7 Wohneinheiten und nochmal ein Mehrfamilienhaus mit 11 Wohneinheiten. Ja, und das ist ja schon in relativ kurzer Zeit eine enorme Leistung. Ja, da wird sich jetzt wahrscheinlich der ein oder andere direkt fragen: Ja, Mensch, hat er das so locker finanziert bekommen? Magst du uns dazu was erzählen? Wie war das mit der Finanzierung? War das einfach? War das schwierig? Wie konntest du das so schnell schaffen? Also die erste Finanzierung war eigentlich das Schlimmste, weil ich mich nicht mit Immobilien ja vorher beschäftigt habe. Ich dachte nur, okay, du gehst von Bayern weg, du gehst nach Nordrhein-Westfalen, da sind die Preise günstig, da kann Ja. man Geld verdienen. Genau. Hab dann mit meiner Hausbank gesprochen und ja, habe dann eigentlich feststellen müssen, dass die dieses Regionalprinzip haben. Und es war dann ein Ja. paar schlaflose Nächte, bis ich diese Finanzierung dann wirklich durchbekommen habe für das erste Objekt. Hat aber dann dennoch funktioniert. Ja, danach habe ich mich eben mit diesem ganzen Immobilienthema mehr auseinandergesetzt, habe dann erfahren, dass es sowas wie Finanzierungsvermittler gibt, habe dann einen sehr guten Kontakt oben im Griff von meinem ersten Makler. Genau, mit dem habe ich dann die weiteren Objekte einfach gemacht. Genau. Okay, also die erste Finanzierung hast du mit deiner Hausbank noch gemacht Genau. und hast die überreden können, dass die von ihrem Regionalprinzip abweichen. Ja, 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 richtig. ja, das habe ich auch schon. Es gibt ja manche Banken, die sagen, wir möchten nur bei uns in der Gegend, im näheren Umkreis, was finanzieren. Ne? Genau. Ja. Und dann bist du aber übergegangen, hast dann nochmal andere Kreditinstitute jetzt für die Folgeobjekte. Genau, das Ja. war dann über die Deutsche Bank, eben über meinen Finanzierungsvermittler. Okay.
Ja, und du hast ja auch vollfinanziert plus Nebenkosten. Genau, also das erste Objekt waren eben 100%, da habe ich die Kauf- und Nebenkosten selber zahlen müssen. Beim zweiten Objekt habe ich dann eine Vollfinanzierung mit Kauf- und Nebenkosten hinbekommen. Und beim dritten Objekt habe ich jetzt einen Teil nur selber zahlen müssen, habe dann auch einen Teil der Nebenkosten noch über ein kleines Privatdarlehen konstruieren können. Ja, genau. Ja, was ich so erstaunlich finde, wie gesagt, auch beim ersten Objekt, da hast du ja, das war ja die erste Besichtigung, die du überhaupt gemacht hast. Und Richtig. dann hast du direkt nach der Erstbesichtigung im Prinzip, wo ja eigentlich alle von abraten, ne? Wo man dann immer, man sagt, ja, guck dir erstmal 100 Wohnungen an, aber du hast direkt zugeschlagen und dann nämlich direkt zwei Mehrfamilienhäuser gekauft, ne? Meinst du im Nachhinein, war das jetzt zu schnell oder wie erklärst du dir das? Oder bist du jetzt zufrieden damit? Also ich bin definitiv zufrieden. Ich meine, es ist ja der Lage, Gelsenkirchen ist jetzt so eher C-Lage. Das Mieterklientel da drin ist okay, aber ich habe keinen Leerstand. Ich habe eigentlich nur einen, wo man immer mit der Miete immer ein bisschen Ärger, möchte ich jetzt mal sagen, hat, aber es ist alles im Rahmen. Also ich bereue das definitiv nicht. Und wenn ich dann nicht so schnell gewesen wäre, dann hätte ich das Objekt auch nicht gekriegt. Also das war vom Kaufpreis für dieses Objekt war es einfach in meinen Augen immer noch Toppreis. Und darum, wenn ich da langsamer gewesen wäre, auch mit dem Notartermin oder der Finanzierung, ja, hätte es wer anders gekriegt. Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, in diesem Umfeld im Moment, ne? Da muss man einfach auch irgendwann schnell entschlossen sein. Wer da zu lange überlegt, Definitiv. ja, das ist, ja, hast du die Objekte denn über Connections bekommen oder ganz normal über Immobilien-Scout oder wie bist du dran gekommen? Also das erste war ganz klassisch über Immobilien-Scout. Das zweite Objekt habe ich dann über meinen Finanzierungsvermittler, der hat einen befreundeten Makler, über den habe ich es gekriegt. Und das dritte Objekt habe ich auch wieder über meinen Finanzierungsvermittler jetzt gekriegt, der hat auch Ah nur Maklerfirma und genau. Ah ja, okay. Ja, wunderbar. Dann würde mich mal interessieren, deine Erfahrungen bislang. Du bist jetzt noch nicht so lange dabei, hast aber jetzt schon doch relativ viele Wohneinheiten, also auch ziemlich viele Mieter, die du betreuen musst. Definitiv. Machst du das jetzt alles selber oder hast du da Hausverwaltungen? Wie machst du das? Also bis jetzt habe ich nur keine Hausverwaltung, weil ich jetzt aktuell noch dem Prinzip gehe, ich möchte einfach selber mal alles lernen. Ich habe natürlich eine 450 € Kraft bei mir im Büro, also bei uns im Landkreis, wo mir dabei hilft und mir sehr viel da abnimmt, weil nur hätte ich die Zeit einfach vorne. Wie gesagt, ich habe ja Elektrofirma. Muss dann aber hin und wieder natürlich hochfliegen, also ein, zweimal im Monat, sage ich mal, fliege ich auch hoch. Entweder weil neue Besichtigungen sind, weil Banktermine, Notartermine, weil einfach irgendwas ansteht und dann schaut man natürlich bei die Objekte vorbei. Ja, das ist. Also ich muss sagen, ich habe jetzt so keine wirklich negativen Erfahrungen gemacht. Was man aber definitiv dazu sagen muss, ohne meine Elektrofirma, also mit diesem finanziellen Rückgrat, hätte ich da vielleicht bei der Instandhaltung teilweise ein Problem gekriegt. Ja, definitiv, weil da fällt da wieder irgendeine Heizung aus, dann ist wieder da ein Mietausfall, dann ist wieder da dies und jenes. Also entweder braucht man halt von Anfang an nur Liquidität und Eigenkapital nur in der Hinterhand, oder man schaut oder kommt anders einfach an Geld dran. Und da ist der Background von meiner Firma definitiv ja, Gold wert, wie man so schön sagt, und darum funktioniert es ja. Also ich habe da jetzt noch keine irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht. Ja, dann trifft ja bei dir zumindest das Sprichwort zu, Handwerk hat goldenen Boden. Ja, genau. Ich kenne auch Ja, viele. es steckt natürlich etliches dahinter. Also Ja. ich bin jetzt seit 6 Jahren selbstständig, ich Ja. arbeite gerade die ersten 4, 5 Jahre, 7 Tage die Ja. Woche. Minimum so fast immer 100 Stunden, jahrelanger Ja. keinen Urlaub macht. Also einfach Ja. so, wenn man da bei null anfängt, mit null Mitarbeitern, null Ja. Kunden, ja, muss man ein bisschen was dafür tun, dass das Ja, irgendwann dann so dasteht. Von der Lore kommt es leider auch nicht. das finde ich ganz wichtig, dass du das auch mal sagst, ne? Weil die meisten hören das ja immer nur so und denken dann auch, ja, der hat es ja gut, so nach dem Motto, aber was auch dahinter steckt, ne? Wie viel Zeit man investieren muss, das ist eine richtige, richtige Menge. Sagst du ja selber, muss man, das ist so leicht gesagt, ne? Von wegen, was hast du gesagt, 100 Stunden Woche? Ja, Minimum. Minimum, ja. Ja.
Und dann Ganz kein. gerade in der Anfangszeit. Ja. Natürlich jetzt seit einem Jahr, seit ich immer mehr Mitarbeiter habe, ist weniger geworden, sonst hätte ich auch nicht so viel Zeit für die Immobilien. Ja. Ich habe jetzt sehr früh automatisiert. Ich habe mir neue Mädels ins Büro geholt, einfach die mich da unterstützen, dass ich einfach wieder mehr Zeit habe. Aber die ersten 4, 5 Jahre waren schon sehr, sehr hardcore, Ja. weil ja, du machst deinen Meister, du machst deinen Betriebswirt und nimmst dir vor, dich selbstständig zu machen. Fangst dann bei null an und ja, dann geht es halt so Stück für Stück weiter. Erster Mitarbeiter, zweiter und so baut sich das nach und nach halt einfach auf. Aber ich tippe mal, Kinder hast du ja noch keine, oder ja. Sonst kann man das Pensum so in der Art wahrscheinlich nicht durchziehen. Das ist Keine Kinder, keine Frau, ich habe noch Zeit zum Arbeiten. Ne? Aber ja, so geht es besser. Also das ist ja genau. jetzt so das erste Objekt war wirklich noch rein mit monetärem Hintergrund. Okay, da verdient man mehr Kohle dabei, ist super. Und dann eben durch Alex Fischer bin ich halt einfach, was sich bei mir das Mindset um etliches geändert, ja? Wo ich gesagt habe, okay, du machst das deswegen der finanziellen Freiheit, passives Einkommen Stück für Stück aufbauen und einfach einmal sagen können, okay, du fährst 2, 3, 4 Wochen vielleicht in Urlaub, ohne irgendwie schlechte Gedanken kommen zu müssen. Aber ich denke, wenn man so ein Typ ist, dass man auch so ein Macher ist und so viel Zeit auch in bereit ist zu investieren, dann ist das vielleicht gar nicht so leicht, sich dann so umzustellen und ne? Zu sagen, einfach mal, ich fahre jetzt mal 3 Wochen in Urlaub, oder? Ja, das Ziel ist ja nicht mehr dieses Müssen, wie man so schön sagt, ja, dass man einfach die Wahl hat, ja. Man arbeitet, weil man jetzt einfach total Bock drauf hat, oder man sagt, man fährt jetzt in Urlaub oder macht einfach Termine aus. Also das ist ja jetzt das Schöne, wo man sagt, okay, du fährst jetzt einfach nach Nordrhein-Westfalen. Also ich fliege immer nach Nordrhein-Westfalen hoch, nimmt sich da die Zeit und dann nicht immer auf die Uhr schauen zu müssen, okay, du bleibst jetzt einfach mal 2 Tage, 3 Tage oben und diese Freiheit kommt jetzt immer mehr. Ja, das ist doch schön. Ja, ich finde, Definitiv. ja, das ist eine tolle Sache. Und ich denke, durch die vielen Eigentumswohnungen jetzt wird sich das nach und nach ja auch aufbauen. Noch eine Frage dazu. Fährst du da so eine Cashflow-Strategie, dass du darauf geachtet hast, dass du möglichst viel laufenden Überschuss hast durch diese Objekte? Oder verfährst du mehr in die Richtung, dass du sagst, ich habe die jetzt gekauft, weil ich Wertsteigerungen erwarte und die dann irgendwann wieder verkaufen möchte mit Gewinn? Also in die Lagen, wo ich jetzt investiere, da ist Wertsteigerung eher nicht drin. Also ich habe die Objekte eigentlich wirklich auf Sicherheit dann gekauft. Ich habe Volltilgerdarlehen zwischen 15 und 20 Jahre laufen, wo ich sage, mit Zinsfestbindung, weil ich keine Ahnung habe, wie sich der Markt da oben entwickelt. Vielleicht sind die in 10 Jahren 20% weniger wert oder keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Ja. Ich habe also einen ganz kleinen Fehler vielleicht gemacht im Nachhinein. Die ersten 2 Objekte habe ich wirklich in Privatkraft und das dritte Objekt dann jetzt erst in die Vermögensverwaltende, weil ich mich mit diesem ganzen Thema Steuern ja nur so halbherzig beschäftigt habe. Und das sind halt reine Cashflow-Objekte, die sind ja alle so um Faktor 10 rum. Und mit dem Überschuss da gemacht sind definitiv Sinn, die in der Vermögensverwaltende GmbH zu stecken. Und ja, es ist aber okay. Also das ist liquiditätsmäßig alles drin. Ich muss jetzt von den Objekten noch nicht leben. Klar, ist ein gewisser Überschuss da, aber es ist natürlich für die Instandhaltung und Reisekosten geht natürlich schon auch etliches drauf. Also du könntest jetzt nicht sagen, dass du jetzt allein von den Überschüssen schon alleine leben könntest. Du bist da, Nee. kalkulierst da vorsichtig, auch mit Rücklagen und so, ne? Ja, Ja, definitiv. ja. Ja, ist, denke ich, auch sinnvoll, ne? Das ist auch ein wichtiger Faktor, wenn man immer nur in den Gruppen auch oft davon hört, naja, achtet auf euren Überschuss, Hauptsache Überschuss, ne? Und wenn man das meint, man kann dann direkt nur davon leben, da bin ich halt auch mal vorsichtig. Eine gewisse Rücklage braucht man ja auch, ne? Ja, und gerade als Handwerker kannst du ja bestimmt auch bestätigen, dass auch viel passieren kann. Und dann sind da noch sehr viele Menschen, die da wohnen. Da kann auch immer viel passieren, ne? Das ist sogar relativ wahrscheinlich, dass irgendwann mal was passiert, wo man dann auch wieder ein bisschen Ärger hat und ein bisschen Rücklagen braucht, ne? Also mein Vorteil ist, wie gesagt, ich muss von die Objekte jetzt nur nicht leben. Mir ist da die Sicherheit definitiv wichtiger. Also ich sage, dass einfach immer nur Liquidität zur Verfügung steht, wenn Reparaturen anfallen, für meine Reisekosten, für neue Objekte. Und da lieber zwar viel und auf Masse da halt aufbauen, aber das Ganze sicher. Und dann, wenn weiß ich, dass ich in 2, 3, 4, 5 Jahren, wann auch immer,
konnte ich dann davon leben, weil es einfach so viele Einheiten sind. Ja. Aber aktuell ist es jetzt noch nicht so mein Ziel, dass ich sage, okay, du ziehst dir da jetzt irgendwie 500 € oder Ja. 1000 oder Summe X davon weg. Ja, noch eine abschließende Frage. Hast du bei dem Einkauf dieser Mehrfamilienhäuser besonders darauf geachtet, dass da spezielle Wohnungsarten enthalten sind? Also zum Beispiel, dass du darauf geachtet hast, dass da hauptsächlich jetzt Apartments in dem Mehrfamilienhaus sind oder Zweizimmerwohnungen, oder hast du da gar nicht drauf geachtet? Ist das nicht so deine Strategie? Hast du einfach gesagt, ich will ein Mehrfamilienhaus, egal was da für Wohnungen drin sind? Ja, das ist schon wichtig. Also, wie gesagt, Ja. gerade in diese Lagen, wo ich jetzt investiere, das sind halt einfach diese C-Lagen, wo dann teilweise einmal das Amt die Ja. Miete begleicht, Ja. wo Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger und so weiter drin wohnen. Da muss man halt auch schon schauen, dass die Wohnungen nicht wirklich größer wie 50 Quadratmeter sind, weil man sonst nicht mehr auf seinen Mietpreis kommt. Also sinkt die Quadratmetermiete ja, fast ins Bodenlose und irgendwo dann bei 2, 3 € wenn ich da so 100 Quadratmeter Wohnung oder was Ja. habe. Ja, das funktioniert nicht. Also da schaue ich schon um die 50 und eher noch kleiner. Das letzte Objekt, dieser Vollsanierer, was ich jetzt gekauft habe, ist 500 Meter von der Essener Uni weg. Lauter sehr kleine Apartments, also ich sage so zwischen 35 und 40 haben die alle. Da kann man natürlich dann wieder hochpreisiger vermieten, wenn das fertig ist, eben weil man dann rein an Studenten. Ja. Es kommt schon immer, die Lage ist für mich jetzt nicht ganz so wichtig, aber welche Einheiten und welche Wohnungen das da dann drin sind, das ist natürlich schon wieder wichtig. Ja, da kann ich nur zustimmen. Das ist auch meine Strategie. Ich setze lieber auf mehrere kleinere Wohnungen, anstatt so, sage ich mal, auf viele oder mehrere große Nobelwohnungen, ne? Das ist dann, das ist man auch so abhängig, ne? Ja, wenn da mal irgendwas ist, ja, genau. Ja, das ist eigentlich eine gute Strategie. Finde ich wirklich interessant. Und dann nochmal die Frage, du hast ja gesagt, bei einem Objekt musst du jetzt noch ziemlich viel sanieren, renovieren. Ja, genau. Bei Verfolgst du dem ist da es eine so. bestimmte Strategie, dass du sagst, ich möchte jetzt gezielt das aufwerten in die und die Richtung, damit ich dann mehr Mieteinnahmen habe, oder ist das Objekt einfach insgesamt renovierungs-sanierungsbedürftig? Das ist insgesamt renovierungs- und sanierungsbedürftig. Also wirklich einmal vom Dach bis zum Keller muss da alles so gemacht werden. Ist aber gute Bausubstanz, ist Baujahr 56. Also alles mit Betondecken schon, sagen wir, Bausubstanz ist solide. Und das ist jetzt eben noch neben der Uni dort, wo man die Wohnungen halt dementsprechend dann auch aufwertet und dann auch einen sehr guten Mietpreis erzielen kann. Ja. Okay, Sowas, so ein ja. Objekt, das ich für mich jetzt wieder in Gelsenkirchen nicht rendieren, wo einfach der Mietspiegel so weit unten ist, dass ich die Renovierungskosten da nicht auszahle. Da ist jetzt einfach wieder die Lage wichtig, wenn man so früh saniert. Ja. Okay, also ich denke, wir haben einen guten Einblick bekommen, ja, von jemandem, der sehr schnell sehr viel umgesetzt hat. Und das Schöne ist ja, du kannst bislang auch nur relativ viel Gutes hauptsächlich nur berichten. Ja, gibt es denn abschließend noch eine Warnung irgendwie, was du sagen würdest? Mensch, Leute, ich habe es jetzt zwar so gemacht, aber passt mal auf das und das auf. Ja, also das ist das, was ich jetzt gerade mache. Irgendwann muss man dann einmal wieder einen kleinen Stopp hauen, also Konsolidierungsphase, Eigenkapital wieder aufbauen. Das mache ich halt jetzt gerade eben durch mein Network Marketing, durch meine Elektrofirma wieder einfach dazu, Eigenkapital aufbauen, dass wieder nur Liquidität da ist. Die ganzen Objekte optimieren, die Problemfälle mit den Mietern in den Griff zu bekommen, die einfach von den Voreigentümern da seinen Renovierungsstau in den Griff bekommen. Ja, und darum werde ich jetzt die nächsten Monate mal schauen, also einfach ein bisschen langsamer machen, bis das alles passt. Und wenn dann wieder nur Eigenkapital da ist, dann geht es wieder weiter. Okay, ja, klingt für mich auch sehr nachvollziehbar und sehr gut. Ja, und Stichwort Network Marketing, wer da Interesse hat, der kann sich gerne mit dir in Verbindung setzen. Ja, gerne. In welchem Bereich? Sag noch ein Schlagwort kurz, in welchem Bereich bist du da tätig? Online-Gaming. Online-Gaming, okay. Spielen im Online-Bereich, im Internet. Ja, Ja. Casino, Poker, diese Ah, Sachen, ja. okay. Ja, ich werde das alles hier in den Kommentaren unter dem Video mit reinschreiben, den Link auch zu dir, zu deiner Facebook-Seite. Und dann kann man auch Kontakt mit dir aufnehmen. Ja, gerne. Ja, auch die Links jetzt zur Homepage von Wirtschaft verstehen und noch ein paar Empfehlungen
zum aktuellen Buch zum Beispiel von Thomas Knedel, das kann ich nur empfehlen, zum Thema Wohnimmobilien. Ja. Ja, sehr interessant. Ja. Und okay, dann würde ich sagen, vielen Dank für dieses Interview. Danke. Ich Ja. sage danke. Und für alle, die noch nicht so weit sind, einfach mal machen. Einfach mal ins Tun kommen, weil Ja. das ist so der wichtigste Tipp. Ja. Wissen Ja. aneignen, ja, wichtig, Eigenkapital aufbauen, alles wichtig, Kontakte wichtig, aber einfach mal machen. Ja. Weil Ja. sonst kommt man nie. Man muss nicht gleich mit einem Mehrfamilienhaus anfangen. Man kann eine kleine Eigentumswohnung, Apartment, was auch Ja. immer, aber 5 Jahre nur lesen und machen und hin und her, das meine Art ist nicht, hat man jetzt, Ja. glaube ich, gerade gehört. Ja, das finde ich auch cool. Also ja, meine Strategie ist ja auch immer, ich empfehle ja immer erst mit einer kleinen Eigentumswohnung anzufangen. So habe ich es Ja. auch gemacht und deswegen hat mich deine Story auch mal besonders angesprochen und ich sage, Mensch, da macht es mal einer ganz anders. Ja, ich Aber habe halt einfach das unternehmerische Fundament da schon gehabt. Ja. Ich ja. habe halt einfach mich, ich habe mein Betriebswerk gemacht, ich leite seit 6 Jahren eine Firma, ich beschäftige mich, sagen wir mal, mit Kunden, die keine Rechnungen zeugen, mit Problemfällen. Ich bin tagtäglich mit Sachen konfrontiert und so ein Mehrfamilienhaus ist dann nicht wirklich irgendwas anderes noch. Ja. Ja. Wer da gar keine Erfahrung hat und nur normale Angestellte ist, der ist da überfordert. Ja. Also der ist, war mit den 16 Einheiten, der wäre da definitiv überfordert. Der soll einfach mal mit einer kleinen Eigentumswohnung, was auch immer, anfangen und dann sich hocharbeiten. Ja. Meine Empfehlung jetzt. Ja, sehe ich auch so. Ja, hast du auch, glaube ich, ganz gut erklärt. Ich meine, das hast du ja täglich auch mit Leuten, die vielleicht eine Rechnung nicht bezahlen und so weiter. Und hast auch ein bisschen finanziellen Background durch die Firma und so weiter. Ja, also klar. Ja, okay. Ne? Also dann vielen Dank. Danke, Steffen. Ja, also bis dann. Ciao, Ciao, Servus. tschüss.